Wir sind unterwegs durch Deutschland auf der Suche nach Service. Ein Selbstversuch 3 Wochen lang. Vorne am Auto ist ein Glühlämpchen kaputt. Entschuldigung, wir sind vom Südwestrundfunk. Wir drehen gerade einen Film. An unserem Kamerawagen ist irgendwie ein Birnchen kaputt. Könnten Sie uns da irgendwie helfen, das auszuwechseln oder so? Birnchen ist ein bisschen schwierig, aber wenn Sie jetzt gerade, müssen Sie gerade noch einen Moment warten, bitte. Ja. Ich kann leider nur mit Ihnen rauskommen, wenn keine Kundschaft jetzt gerade da ist. Gerade einen Moment, wenn Sie möchten. Ja. Früher gab es dafür Tankwarte. Heute steht nur noch jemand hinter der Kasse. Hier, die Lampe ist kaputt. Die müsste irgendwie... Das ist, ja. Wenn ich ehrlich bin, traue ich mich da nicht so richtig hin. Weil da müssen wir jetzt praktisch hier... Ist so ein Steckkanal, aber... Da komme ich jetzt. Da. Guten Tag, herzlich willkommen bei IKEA. Wussten Sie schon, dass Sie bei einer Internetbestellung 30 Euro an Lieferkosten sparen? Wie wäre es mit einer Geschenkkarte von IKEA? Erhältlich unter www.ikea.de. Ich glaube, das kriegen wir nicht gewusst. Ich gehe mal davon aus, ich bin technisch und handwerklich eine ganz normale Durchschnittsniete. Ja, das ist hier nur ganz schön. Für all so etwas habe ich normalerweise meinen Mann. Wenn etwas nicht gleich klappt, verliere ich die Geduld. Unsere Kameraassistentin Susan ist mit dem IKEA-Prinzip aufgewachsen. Für sie ist Service fast schon ein Fremdwort. Nicht nochmal installieren. Du hast es jetzt 3-mal hintereinander installiert. Andreas, unseren Kameramann, ziehen Handys, Automaten und das Internet magisch an. Es ist sein Hobby. Genau das suche ich ja. Genau. Uwe, unser Tonmann, scheitert eigentlich nur an Parkhausautomaten, die keine 50er annehmen. Na super. Unser Selbstversuch beginnt in Freiburg, wo ich lebe. Freizeit in Deutschland. Das heißt, wir schleppen schwere Getränkekästen, packen unser Obst ein und wiegen es selbst ab. Wenn man es kann. An der SB-Kasse dürfen wir uns selbst abkassieren. Aber auch das ist nicht so einfach. Erwerben Sie einen kompletten Flaschenkasten? Bitte wählen Sie ja oder nein. Unbekannte Artikel. Zur Seite legen und OK drücken. Erwerben Sie einen kompletten Flaschenkasten? Bitte wählen Sie ja oder nein. Unbekannte Artikel. Zur Seite legen und OK drücken. Okay, 1,99. Das geht ja mal nicht, was Sie jetzt machen. Das geht nicht. Das liegt im Wagen, muss auf dem Feld auch bleiben. Achso, ich hatte gedacht, das ist. Nee. Da ist ein Wagen drin und die muss auf dem Feld bleiben. Warte. Eingabe. Bitte in den Couponschlitz eingeben. Hätte ich mich jetzt besonders doof an oder haben das andere auch? Mir helfen ja der Kunde immer, wenn was ist. Deswegen ist hier jemand da. Immer. Dass mir immer jemand helfen. Muss ich das jetzt hier verlassen? Wir sind Kassierer, Tankwart,
Sekretärin, Bankangestellte, Getränkelieferant. Der Unterschied zu unseren professionellen Kollegen: wir streiken nicht, nehmen keinen Urlaub, werden nicht bezahlt. Wir glauben, dass wir weniger zahlen, wenn wir es selber machen. Aber wie viel Zeit kostet es uns? Und manchmal auch unseren Rücken. IKEA hat das Prinzip Selbstbedienung perfektioniert. Der Kunde übernimmt die Endfertigung. Das macht manchmal sogar richtig Spaß. Nach über einer Stunde habe ich mein Billigregal zusammengebaut. Fast fertig, super. Jetzt steigern wir die Anforderungen. Als Kleinunternehmerin muss ich meine Umsatzsteuer voranmelden. Seit diesem Jahr muss ich die Zahlen online an das Amt schicken. Ich muss jetzt also auch noch als Finanzbeamtin arbeiten. Zweimal schon bin ich an Elster, der elektronischen Steuererklärung, gescheitert. Ja, guten Tag, mein Name ist Faltin. Ich habe folgendes Problem. Ich versuche gerade mein Elster-Formular runterzuladen und das funktioniert nicht, beziehungsweise das Update funktioniert nicht. Können Sie mir da weiterhelfen? Meine Sachbearbeiterin beim Finanzamt sagt, sie könne mir als Härtefall ausnahmsweise noch mal genehmigen, das Formular handschriftlich einzureichen. Ein Härtefall? Das will ich auf gar keinen Fall sein. Beim dritten Versuch scheitere ich am erforderlichen Update. Aber ich habe ja meine Kollegen, die seit Jahren mit Elster arbeiten. Alles habe ich doch schon mal ausgeführt. Das verstehe ich nicht. Ja, du hast es ja auch gerade aus dem Internet runtergeladen. Also muss ja die Verbindung eigentlich existieren. Da die muss ja noch da sein. Das ist ja der gleiche Fehler wie heute Morgen. Abbrechen. Wir sind doch hier jetzt auf der Oberfläche. Also das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt machen wir es nochmal. Ich bin jetzt auch sprachlos, warum jetzt die Internetverbindung, die da ist, wieso das Programm diese Verbindung nicht herstellt. Warum das jetzt hier nicht passiert ist, kann ich auch nicht sagen. Ja, geh mal auf Vordruck. Die Fantasie der Behörden und Unternehmen, wo sie uns Kunden für sich einspannen können, scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Viele Energiewerke erwarten, dass wir Gas, Wasser und Strom selbst ablesen. Wie die Zähler aussehen, habe ich mir sicherheitshalber aus dem Internet ausgedruckt. 62836. Was ist das? Das ist Wasser. Heute weiß ich, das ist natürlich nicht der Wasser, sondern der Gaszähler. Die Gaszähler. Warte mal, vielleicht da hinten. Abgasanlage, entsprechend Zulassung vom. Ich muss meinen Mann anrufen. Oh, peinlich. Natürlich weiß mein Mann es wieder besser. Da ist die Wasseruhr. Das ist beschlagen. 374. Das alles dauert nicht lange, aber es nervt. Das hätte ich mir auch denken können. Diese ständige Überforderung nagt an meinem Selbstbewusstsein. Professor Dr. Joachim Bauer ist Psychiater und Internist in Freiburg. Er hat zu dem Thema geforscht und er tröstet mich. Wir kriegen immer mehr ein rein technisches, automatenhaftes Denken. Männer tun sich da leichter. Wir wissen nämlich, dass das männliche Gehirn ohnehin schon aus biologischen Gründen schlechter mit Intuition ausgestattet ist als das weibliche Gehirn. Männer haben weniger sogenannte Spiegelnervenzellen. Sie können sich weniger gut in andere einfühlen. Männer sind also sowieso schon so ein bisschen auf dem autistischen Trip, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf. Das heißt, den Männern kommt diese immer mehr automatisierte Welt zu Pass, während die Frauen eigentlich dann sagen, was soll denn das hier, ist ja überhaupt keine Menschlichkeit mehr da. Auch für Männer ist das inzwischen der Klassiker des Scheiterns, der Bahnautomat. Ja, ich weiß nicht, Fahrkartenkauf. Schritt für Schritt Fahrkartenkauf. Ist es kompliziert mit dem Automaten? Ja,
wenn man das erste Mal dabei ist und keine Ahnung hat, wie das alles geht, muss man andere um Hilfe beten, wenn jemand da ist. Auf Anhieb, wenn sie gehen und sie wollen fortfahren, ist das unmöglich, dass sie da die Fahrkarte rauskriegen. Dann steht eine Schlange hinten dran und dann wird man nervös und es ging gar nicht so gut. Kommen Sie mal mit rüber. Die Bahn hat das Problem erkannt. Sie bietet aber nicht mehr Service, sondern Kurse für ihre Automaten an, wie hier in Offenburg. Also das hier ist ein Automat, da können Sie im Endeffekt alle Fahrkarten rauslassen, Nahverkehrsfahrkarten und Fernverkehrsfahrkarten, ganz Deutschland und auch in die Großstädte Europas. Jetzt geben wir das Ziel ein. Sagt mal jemand ein Ziel, Sie können auch mal weiter wegfahren. Wo wollen Sie mal hinreisen? Basel SB. Nach Basel SBW. Oder machen wir mal Basischer Bahnhof, das ist dann wieder einfacher. Dann sind wir noch gerade in Deutschland. Basel-Badischer Bahnhof. Also im Endeffekt, Sie müssen sich vorstellen, Sie werden Schritt für Schritt durch das System geleitet. Also Sie dürfen das nicht so als Riesenberg. Nach dem Kurs bitten wir einen Teilnehmer, ein Ticket zu kaufen. Von Freiburg nach Mannheim für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Das, was Sie möchten. Und so kommen Sie dann so in ein paar Schritten durch das System. Mehrere Erwachsene. Zwei, wir sind zwei. Da steht nur mal eins, da muss ich draufstrecken. Genau, mehrere muss ich drauf. Ah, jetzt kommt zwei. Und wir haben zwei Kinder dabei. In Mannheim haben wir gesagt. Ja. Aber die Kinder habe ich immer noch nicht gefunden. Da. Bin nochmal zurück. Muss nochmal zurückgehen da. Jetzt wäre Kinder kommen da. Ein Erwachsener. Es stehen noch bis jetzt zwei Personen, aber gedrückt habe ich sie mal. Ich habe da die zwei Kinder. Die kommen jetzt. Die zwei Kinder. Ah ja. Personen waren auch da. Personen. Mehrere Erwachsene. Haben wir gehabt, da. Ja. Zwei Erwachsene. Mit einer Bahnkarte. Die Kinder wieder weg. Jetzt kommen die Kinder wieder. Mehrere Kinder. Zwei. Vielleicht ist das schon. Das ist einfach. Einfache Fahrt, zwei Kinder. Jetzt haben wir noch die zwei Kinder. Wieso das? Das will ich jetzt selber wissen. Und tatsächlich, an der gleichen Stelle wie der Herr, scheitere auch ich. Also zwei Kinder und mehrere Erwachsene. Zwei Erwachsene. Habe ich jetzt auch die Kinder dabei? Unser Tonmann Uwe gibt den entscheidenden Tipp. Du musst eigentlich Erwachsene mit Kindern wählen. Okay. Ja. Erwachsene mit eigenen Kindern. Ah, okay. Zwei Erwachsene mit zwei Kindern. Okay, jetzt habe ich's. Also wenn Sie nicht mit eigenem Kind oder Enkel fahren, können Sie den Automaten vergessen. Ich muss mich an die Prozedur anpassen, die irgendein Ingenieur sich ausgedacht hat, wie man diesen Automaten bedient. Nun hat sich dieser Ingenieur sicher auch Mühe gegeben. Er hat sich überlegt, wie geht der Kunde jetzt daran? Und was macht ein 30-, 35-jähriger Kunde oder Kundin? Wo guckt die jetzt hin und wie geht? Und ich versuche als Ingenieur dann möglichst dementsprechend meinen Automaten zu machen. Aber wenn jetzt vielleicht eine 60-jährige Frau kommt, die eine ganz andere Art hat, Dinge zu betrachten als der 30-Jährige, der jeden Tag mit dem Computer umgeht, dann steht die wie ein Ochs vorm Berg. Lohnt es sich wenigstens für uns Kunden, der Stress und die Arbeit am Bahnautomaten oder im Internet? Das wollen wir jetzt mal testen. Ohne Bahnkarte. Freiburg, Zürich. Was kostet am Schalter, im Reisebüro, am Automaten und im Internet eine Fahrkarte ohne Bahnkarte von Freiburg nach Zürich für einen Erwachsenen und ein 15-jähriges Kind? 37,90 Euro, zweite, 61,90 Euro, erste Klasse. Preislich läge das Ticket bei 37,90. 66,10. 66,10. Ich zahle am Automaten und im Internet ein bisschen mehr als 66. Es liegt daran, dass auch wenn das Kind 15 Jahre alt ist, gibt es zwischen Österreich, Schweiz und Deutschland ein Abkommen, das nennt sich TEE-Allianz, was es erlaubt, Kinder bis einschließlich 16 Jahre kostenfrei mitzunehmen. Die normale Altersgrenze hier in Deutschland beläuft sich aber auf 14 Jahre. Jetzt fahre ich
mit meinem Mann und zwei Kindern am 2. April um 10.30 Uhr nach Mannheim. Wir haben auch keine Bahncard. Aber es ist nur eine einfache Fahrt zurück, nehmen uns Freunde wieder mit zurück. Also hätte ich mal die Hinfahrt, 10,57, 12,22 yeah. sind Sie in Mannheim. Yeah. In dem Fall, wie gesagt, der Normalpreis würde 84 Euro kosten. Einfache Fahrt, zweite Klasse. Oh. Für alle vier zusammen, die Kinder, wie gesagt, fahren frei. Okay. Dann muss ich mal 60 Euro hin. 60 Euro? 60 Euro. Wir berechnen ein kleines Serviceentgelt dafür von in dem Falle 6 Euro. 6 Euro, also 60 Euro. 84. Im Internet zahle ich 84 Euro. Mhm. Ist ein ganz kleiner Trick dabei. Sie nehmen einfach eine Hin- und Rückfahrkarte mit, lassen die Rückfahrt verfallen, kriegen so aber einen Sparpreis und dann gibt es für den einen Erwachsenen noch den Mitfahrerrabatt dazu. Den gibt es bei der einfachen Fahrt Normalpreis nicht. In fast allen Fällen nutzt das Reisebüro die komplizierten Bahntarife am besten für uns aus, trotz Servicegebühr. Die Hoffnung, dass wir fürs Selbermachen am Automaten und im Internet belohnt werden, ist nicht nur bei der Bahn, häufig trügerisch. Post und Bahn, die ehemaligen Staatsbetriebe, sind Vorreiter bei der Automatisierung. Wer nicht anstehen will, kann inzwischen bei der Packstation Pakete aufgeben und abholen, falls es klappt. Das hat diesmal geklappt. Wie war es denn gestern? Da konnte das Fach nicht geöffnet werden. Musste ich dann anrufen und fragen, was los ist. Und die versprachen, Techniker zu schicken. Ich soll es halt ein zweites Mal probieren. Jetzt haben Sie ein Erfolgserlebnis. Jetzt hat es geklappt. Ja gut, ich bin zum zweiten Mal da. Okay, tschüss. Verschicken wir doch mal ein Päckchen über die Packstation. Ich bin jetzt Mitarbeiterin der Post und muss das Päckchen wiegen und abmessen. Wenn ich das Porto online kaufe, spare ich einen Euro. So lockt mich die Post. Ah, Visa kann ich aber erst ab 20 Euro Warenkorbwert. Oje, das heißt, ich muss zahlen mit Giropay, PayPal, Giropay. Muss ich mich anmelden? Diese Bank nimmt leider nicht am Giropay-Verfahren teil. Bitte prüfen Sie die Bankleitzahl. Oder wählen eine alternative Bezahlvariante. Mit PayPal schaffe ich es schließlich, aber von wegen 1 Euro billiger. Sie haben eine Zahlung gesendet, Ihre Zahlung ist abgeschlossen. Zurück an die Post. Mhm. Boah, Versandmarken. Jetzt drucken. Um das Porto zu drucken, brauche ich ein neues Programm. Ladevorgang. Andreas, was passiert jetzt hier? Jetzt wird Java geladen. Oh je. Java-Plugin Sicherheitshinweis für diese Sitzung gewähren. Der lädt mir jetzt ein Programm auf, damit ich hier nur diese publique Paketmarke von 3,90 Euro zahlen kann. Ja. Java wird auf Ihrem Computer erkannt. Hoppla, Sie haben nicht die empfohlene Java-Version installiert. Jetzt mach das doch mal auf hier, PDF. Das ist doch die Alternative. Das sehe ich ja jetzt erst. Du musst es nicht mit Java machen. Möchten Sie diese Datei öffnen oder speichern? Ja, öffnen. Mach mal auf. Nur kannst du jetzt trotzdem so jetzt... Das Dokument versucht, eine Verbindung zu folgender Webseite herzustellen. Blockieren oder zulassen? Halten Sie diese für vertrauenswürdig, ja? Ja, zulassen. Deutsche so. Post. Ausdrucken. Das ist jetzt erstmal ein Muster. Das kenne ich. Ja. Druck das mal aus. Nach 30 Minuten ist uns gelungen, das Porto als Muster auszudrucken. Nun brauchen wir nur noch die richtige Portomarke. Das fordert Andreas heraus. So, jetzt ist Java installiert worden und da ist so viel Zeit drauf gegangen, dass automatisch DHL dann blockiert hat und die Verbindung gekappt hat. Also das heißt, das ist jetzt vielleicht sogar alles futsch. Sehr geehrte DHL-Kunde, da über einen längeren Zeitraum keine Aktion Ihrerseits vorgenommen wurde, haben wir aus Sicherheitsgründen Ihre Sitzung automatisch beendet.
Bitte starten Sie die DHL-Online-Faktur mit einem neuen Warenkorb. Ihr DHL. Wo ist das Geld? Also das ist futsch. Es ist weg. Ne? Nur weil jetzt Java nicht installiert war und der Computer Zeit gebraucht hat, um Java zu installieren. Speichern und drucken. Jetzt würde ich einfach mal, ja. Versandmarke, bitte ausschneiden, Inhalt. Da, geh mal da drauf, klick ja. Mal drauf, PDF. Okay, ja. Will ich es speichern oder nur öffnen? Ich will es nur öffnen, nur ne? Nur öffnen. Und dann gibt es Hoffnung. So. Ah, das ist gut. Guck. Das sieht gut aus. Ja. Das hat kein Muster. Ja, genau. Wunderbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Ist diese Seite vertrauenswürdig? Ja. Zulassen. Nein, es ist Muster. Super. Dann klappt es doch. Nach anderthalb Stunden ist die Paketmarke von 3,90 Euro ausgedruckt. Wunderbar. 90 Minuten Arbeit und nicht mal einen Euro gespart. Das war ein leeres Versprechen von der Post. Und niemand da, wo ich mich beschweren könnte. Jetzt muss das Päckchen in die Packstation. Das ist heute mal für mich ein Kinderspiel. Und jetzt auf nach München. Jetzt den rechten Spuren folgen. Dort sind wir verabredet mit einem Professor, der ein Buch zu unserem Thema geschrieben hat. Der arbeitende Kunde. Wir treffen Professor Voss im SB-Restaurant Gast. Am Eingang bekommt er eine Karte, auf die sein Essen gebucht wird. Dann ist er auf sich selbst gestellt. Den meisten Kunden ist nicht klar, dass sie hier eine wertvolle Leistung erbringen. Es ist oft auch so, dass die einzelne Leistung des einzelnen Kunden, wenn er bei McDonald's ja, die Sachen wegräumt, ihm gar nicht so bewusst sind. In der Summe sind das sehr wertvolle Beträge für das Unternehmen. Ich habe das mal ausgerechnet ja, für das berühmte Möbelhaus IKEA. Und ich bin drauf gekommen, dass solange es das Billigregal kommt, letztlich die Kunden, wenn man davon ausgeht, dass die so eine halbe Stunde an dem Billigregal arbeiten müssen, 75 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Also Kosten, die das Unternehmen spart, oder andersrum gesagt, Kosten, Aufwendungen, die der Kunde an Arbeit erbringen muss. Bei Professor Voss ist die Grenze zwischen Forschung und Privatleben fließend. Er ist selbst arbeitender Kunde, macht Online-Banking, verkauft bei Amazon alte Bücher und kauft seine Hosen im Internet. Nicht immer mit Freude. Ich glaube, so gut wie keinem Unternehmen, dass sie das wegen mir tun, sondern sie machen das, um Kosten zu sparen oder um mich in einer anderen Weise auch nochmal anzubinden. Ja, eine absurde Form der Kundenbindung, die darin besteht, dass wenn ich es mal hingekriegt habe, ich tunlichst natürlich nicht den Anbieter wechseln werde, weil es viel zu stressig ist, bei einer anderen Organisation mir das alles wieder anzutun da und bis ich das mal zum Laufen gekriegt habe. Also ich bleibe dann dabei. Am schlimmsten, sagt Professor Voss, sind die Hotlines. Schon mehrfach hat er versucht, eins seiner Online-Konten zu kündigen. Bislang ohne Erfolg. Jetzt passiert irgendwas. Hallo, guten Tag. Willkommen bei der Postbank. Ihre Kontonummer bitte. Sie können sie sagen oder eintippen. Wenn Sie noch kein Kunde der Postbank sind, sagen Sie hier weiter. 3, 2, 0, 0. Mir sehr leid, aber ich habe Sie nicht gehört. Nochmal, Ich versuch's nochmal. Sie können Sie sagen oder eintippen. Ja, ich versuch's nochmal. Wenn Sie noch kein Kunde der Postbank sind, nein. Sagen Sie hier weiter. Ich versuch's nochmal, ja? Also 3, 2, 0, 0. Entschuldigung, ich konnte Sie wieder nicht hören. Nennen Sie Ihre Kontonummer bitte in einzelnen Ziffern. Ja, das mache ich doch. Ja, jetzt mache ich es mit der Tastatur. Sagen Sie jetzt bitte einfach weiter. Nee, Ihre Kontonummer bitte. Also ich gebe es jetzt nochmal ein, ja? Also 3, 2. Dann werden Sie jetzt mit einem Berater verbunden, der Ihnen sicher helfen kann. Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Also da steht jetzt drin, muss ich gucken, was ich da sagen soll. Da muss ich wahrscheinlich, muss ich gucken, also muss ich einen Kurs machen an der Volkshochschule oder wo. Da muss ich jetzt was sagen, was Umsätze, Auszug, Konto, Wechselvermittlung, da Hauptmenü, Wertpapier, verbrauche ich alles nicht, DAX, Sparbuch, Devisensorten, Easy Trade, Hauptmenü, Girokonten, Kreditkarten, Online, das, also ich habe hier und dann muss ich genau, nee, tut mir leid, will ich nicht, will ich einfach nicht, finde ich zu doof. Ja. Unser Hotel im Norden von München haben wir im Internet gebucht. Wir zahlen nur 49 Euro ohne Frühstück die Nacht. Dafür ist zwischen 11 und 17 Uhr die Rezeption nicht besetzt. Wir müssen am Automaten einchecken. Wenn Sie Ihre Sprache Deutsch, Sie haben schon eine Reservierung für diesen Abend. Jetzt weiß ich nicht, ob Bestimmung der Reservierung. Acht. Suche der Reservierung mit Kreditkarte. Suche der Reservierung mit Kreditkarte. Suche. Gültig. Suche. Okay, nochmal. Suche. Suche der Reservierung mit Kreditkarte. Verlängerung. Bitte an der Rezeption. Check-in nur für die erste Nacht. Suche. Jetzt such doch. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, sind Sie von Etapp? Ja. Kann ich mich jetzt schon einchecken? Aber natürlich. Weil hier steht in Betrieb ab 12 Uhr. Ja, das ist. Der ist in Betrieb. Sie haben eine Reservierungsnummer? Ja, genau. Sagen Sie mir die Nummer? Ja. 819. 9. 396. 396. Einfach bestätigen. Ah, ich habe immer hier drauf gedrückt. Wir haben ja noch eine Kurzanleitung da an der Seite noch stehen. Da ist dann auch noch. Ihr habt Buffet? Nein, da. Ah, ja. Jetzt mal ehrlich, hätten Sie das gesehen? Hier bestätigen. Ja, da habe ich natürlich wieder meinen Fehler gemacht. So, Zimmer und Code. Okay. Das Prinzip Selbstbedienung funktioniert immer nach dem gleichen Muster. Am Anfang ist es praktisch, weil wir nicht warten müssen. Und wir werden mit einem Rabatt angelockt, wenn wir es selber machen. Dann sind eines Tages die Mitarbeiter weg. Und wir sind auf den Automaten angewiesen. 2, 3, 7, 7. Sie sich noch? Es gab mal Zeiten, als der Straßenbahnschaffner Ihnen noch ein Ticket verkaufte. Als der Milchmann die Milch nach Hause brachte. Als sich ein Tankwart um Ihr Auto kümmerte. Als die Post zweimal am Tag ausgetragen wurde. Als der Bankangestellte Ihren Namen und Ihre Kontonummer kannte. Heute ersetzt die PIN-Nummer den Banker, sind wir in unserer Freizeit die Mitarbeiter. Die Banken haben uns dazu erzogen, alles selbst zu machen. Aber wenn wir schon alles selbst machen müssen, dann suchen wir uns auch den billigsten Anbieter aus. Ein ruinöser Preiskampf beginnt. Der Service leidet noch mehr. Noch nie, sagen Umfragen, waren wir Kunden mit dem Service in Deutschland so unzufrieden. Ich bin dann richtig ungehalten, wenn ich Arbeit machen muss und jemand anders damit Geld verdient. Also wenn dies für privatwirtschaftliche Zwecke massiv genutzt wird und man mir die Arbeit und den Ärger und den Stress und vielleicht auch das Risiko zuschiebt. Und da würde ich sagen, habe ich oft dann kein Verständnis dafür. Und das passiert auf breiter Front inzwischen. Bei meinem Kampf mit Elster, der elektronischen Steuererklärung, soll mir jetzt der Servicepoint meines Finanzamtes helfen. Grüß Gott.
Wir sind vom Südwestrundfunk. Ja? Und ich habe versucht, dieses Elster runterzuladen. Und wir haben dabei ein Problem, und zwar, das macht das Update nicht. Gibt es irgendjemanden, der mir dabei helfen könnte? Ja, Augenblick, rufe ich sofort an. Das wäre nett, wunderbar, vielen Dank. Und vom Chef des Finanzamtes würde ich gerne wissen, warum ich meine vier Zahlen nicht mehr faxen darf, sondern mich mit Elster herumschlagen muss. Warum muss ich das jetzt machen? Ich denke, wir sollten alle als Bürger ein großes Interesse daran haben, dass wir eine effiziente, kostengünstige Verwaltung haben. Deswegen muss es der Bürger selber machen. Letztendlich ja, ich nenne das Mitspielen. Ich nenne das Outsourcen. Okay, das ist, kann man nichts gegen sagen. Selbstverständlich ist es eine gewisse Übertragung von aber nicht von Aufgaben, sondern er erfüllt eben seine Pflicht in ein bisschen einer anderen Form als mit dem Papier. Und also, wir müssen weg vom Papier. Download Elster-Formular. Speichern oder ausführen. Dateien aus dem Internet können nützlich sein, aber dieser Dateityp kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Führen Sie diese Software nicht aus und speichern Sie nicht, falls Sie der Quelle nicht vertrauen. Ich vertraue der Quelle. Nochmal, wenn Sie einmal das gemacht haben, dann sind Sie drin und haben Freude sogar daran, das nächste Mal den Wiederholungseffekt festzustellen. Sie haben Ihr Adressfeld und Ihre Stammdaten sind bereits in der Maschine und Sie müssen nicht jedes Mal wieder einen Vordruck ausfüllen mit Steuernummer oben und mit Adresse und allem Möglichen. Ich bin, sage ich mal, ein mittelintelligenter und informierter Internet-User. Ich kenne nicht alle Details und viele Worte verstehe ich nicht, aber ich denke immer, naja, irgendwie komme ich schon durch und ich kriege das dann schon immer hin. Aber ich kann mir eine Menge Leute vorstellen, die das also nicht können. Also jetzt ohne meine Frau zu diskriminieren, aber die ist nicht so erfahren mit dem, ja, die würde das jetzt nicht können. Wir fahren nach Essen. Dort, so haben wir gehört, können wir erleben, wie das Prinzip Selbstbedienung in Zukunft aussieht. Schon heute muss man in Kaufhäusern die Verkäufer mit der Lupe suchen. In Essen wird getestet, ob die Kunden Monitore akzeptieren, die einem sagen, welche Farben und Größen angeboten werden. Das ist etwas für Andreas, unseren Technikfreak. Anthrazit schwarz, 25, 26, 28, 50. In jedem Preisetikett steckt ein Funkchip, der den Kunden per Monitor über die ausgesuchte Ware informiert. So, jetzt soll ich einfach die richtige Größe haben. Hier steht 48. Das ist aber stimmt nicht, weil ich jetzt anhabe, ist 50. Der Monitor schlägt Andreas passende Hemden, Pullover und Gürtel zur Hose vor. So eng. So, da habe ich jetzt einen Gürtel. Den finde ich vielleicht gar nicht schlecht. Ja, den würde ich jetzt sportiver Ledergürtel in schwarz oder braun mit Dorn schließe. Was früher die Aufgabe einer Verkäuferin war, macht jetzt die Maschine. Brauner Ledergürtel, nee, der ist doch schwarz. Brauner Ledergürtel. Ja, also Hemd weiß ich, brauche ich jetzt nicht, aber Gürtel würde ich jetzt sagen, ja, den nehme ich mit. Der passt. Die Größe ist da, steht zwar braun, aber er ist schwarz. Das ist jetzt wieder so eine Feststellung, wo ich sage, ah, da hat die Technik nicht richtig mitgespielt. Ja? Also es zeigt mir an, brauner Gürtel ist aber schwarz. Da ist also, irgendwas funktioniert nicht. Ist, ja. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass da etwas fehlt, dass ein persönlicher, menschlicher Kontakt weggebrochen ist, aber der ist jetzt nicht da. Wir fahren nach Berlin. Wir wagen einen Blick in die Zeit, wenn wir alt und krank sind. In der Charité muss Helga Keit nach einem Schlaganfall ihre rechte Hand wieder mobilisieren. Dabei sollen ihr die Weste mit den Sensoren und der Computer helfen.
Willkommen bei Ultra. Fühlen Sie sich wohl? Bitte drücken Sie den grünen Knopf, wenn Sie sich wohlfühlen. Bitte drücken Sie den roten Knopf, wenn Sie sich nicht wohlfühlen. Drücken Sie grün, um weiterzumachen. Wir beginnen nun mit der Übung, den Arm heben. Noch dreimal. Ein Ergotherapeut protokolliert das Pilotprojekt. Später sollen die Patienten die Übungen alleine zu Hause am Computer machen. Noch einmal. Wir haben immer mehr ältere Menschen, immer mehr chronisch Kranke und wir haben immer weniger jüngere Leute, die für diese älteren Menschen die Arbeit machen können. Und aus diesem Grund, denken wir, ist es ganz wichtig. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Grund. Es hat auch was mit Lebensqualität und Selbstbestimmtheit zu tun. Die Leute sind natürlich auch viel freier, wenn sie nicht so abhängig sind von Personen. Die linke Figur spielt ihre Bewegungen noch einmal ab. Das ist also meine Zukunft. Wenn ich keinen Nerv mehr habe, mich mit technischen Neuerungen zu beschäftigen, wenn ich schwer krank bin und menschliche Zuwendung brauche, dann wird mir ein Computer den Therapeuten ersetzen. Entspannen. Geldnot und demografische Entwicklung zwingen uns dazu. Bitte beginnen Sie jetzt. Und das ist längst noch nicht alles. Entspannen. Also man könnte zum Beispiel Hausarztbesuche dadurch einsparen. Nicht alle, aber sicher einige. Und man könnte öfter auch davon Gebrauch machen und muss nicht jedes Mal den großen Aufwand eines Hausarztbesuches machen. Auf der Rückfahrt ist uns mulmig zumute. Ein Arzt, der uns per Webcam therapiert, ein Hotel ohne Menschen, ein Einkaufsbummel, bei dem der Computer uns den Gürtel empfiehlt. Was macht es mit uns, wenn wir zunehmend mit Technik statt mit Menschen kommunizieren? Die Botenstoffe, die die zwischenmenschliche Begegnung in unserem Gehirn auslöst, also die Ausschüttung von diesen vitalisierenden Botenstoffen, Dopamin, Oxytocin, körpereigene Opioide, diese ganzen Botenstoffe werden nur dann ausgeschüttet, wenn wir einem Menschen begegnen, von dem wir uns wahrgenommen fühlen. Wenn das immer mehr wegfällt im Leben, dann haben wir am Ende gesundheitliche Folgen, weil diese gerade genannten Botenstoffe sind gesundheitserhaltende Botenstoffe. Das heißt, wenn wir auf lange Sicht unter ein kritisches Niveau fallen mit der Ausschüttung dieser Botenstoffe, dann stellen sich bestimmte Gesundheitsstörungen ein. Blutdruckerkrankungen, Bluthochdruck, depressive Erkrankungen, Angststörungen. Das wären zum Beispiel weit verbreitete, in der Tat auch zunehmende Störungen in den zivilisierten Ländern, nehmen diese Gesundheitsstörungen faktisch seit Jahren zu. Bevor wir jetzt ganz depressiv werden, machen wir eine Entdeckung. Der gute alte Tankwart ist wieder da. Oder besser, eine Tankwartin. Unser Glühbirnchen kann endlich gewechselt werden. Haben Sie sowas auf Lager? Ja, das ist eine H4-Lampe. Ich werde sie gerade drin in den Shop holen. Kommt okay. Sofort wieder alles da. Alles klar, danke. Darf ich Ihnen die Lampe gleich entsorgen? Ja, ach bitte, das wäre nett. So. Würden Sie gerade noch mal die Lampe anschalten, damit ich auch sicher bin, dass es an ist? Oder dass es geht? Danke. Zum Schluss sage ich dann meinen Spruch, dass ich sage, okay, sind Sie zufrieden mit meinem Service, dann dürfen Sie für mich 1 Euro an der Kasse bezahlen. Also Sie dürfen. Das ist also kein Muss. 1 Euro dafür, dass ich funktionierende Lampen, keine dreckigen und stinkenden Hände und immer saubere Scheiben habe. Das zahle ich gerne. Auch IKEA hat gemerkt, dass Service Kunden bringt. Mein nächstes Regal bestelle ich im Internet und lasse es liefern und aufbauen. Peinlich nur, wenn dabei herauskommt, dass ich mein letztes Regal falsch zusammengenagelt habe. Es gibt ein kleines Problem bei Ihrem Schrank, muss ich jetzt mal sagen. Dadurch, dass der untere Boden falsch rum drin ist und die Rückwand mit Nägeln befestigt wurde, ist es jetzt so, dass die vordere Kante, was die Sichtkante bildet hier, dass die jetzt durchlöchert sein wird. Dann zeigen mir die Fachleute, wie schnell und richtig Billy aufgebaut werden kann. 15 statt 70 Minuten, während ich das mache, was ich besser kann. Zeitung lesen.
Dieser Luxus hat mich 40 Euro gekostet und ich habe ihn genossen. Der Service verschwindet nicht. Es wird weiterhin einen Edelservice geben, aber Sie müssen dafür bezahlen. Es gibt immer noch dann Event-Shopping, ja, in irgendwelchen eleganten, Quartieren in den großen Innenstädten. Das wird teuer sein und da werden Sie behüttelt und betüttelt und freundlich belächelt, angelächelt. Ja, das wird es geben, weil es auch Profit bedeutet. Aber für den normalen Konsum werden wir immer mehr auf diese neuen Formen von Selbstbedienung verwiesen werden. Finanzamt Freiburg, Stadt Erb. Guten Tag, Herr Erb. Hier ist Sigrid Falting vom Südwestrundfunk Fernsehen. Ah, wir haben gerade eben schon miteinander telefoniert. Genau, so ist es. So, Sie haben den Rechner am Internet bei sich jetzt an. So ist es und ich bin online. Genau. Gehen Sie mal auf Datenübermittlung und dann Test der Datenübermittlung an das Finanzamt. So. Okay, Test der Datenübermittlung an das Finanzamt. Musterfall senden. Die Steuerdaten wurden nicht an die Steuerverwaltung übertragen. Übertragungsfehler. Soll ich Ihnen sagen, was es für ein Fehler ist? Was er mir hier sagt? Ja, sagen Sie mal. 10.2001 Est Power oder Power HTTPS Fehler bei der Kommunikation Curl. Dass es Menschen gibt, die eine Phobie gegen den PC haben und auch möglicherweise eine Phobie gegen das Steuerrecht haben und das dann daran festmachen, dass sie jetzt hier sich da zum Sklaven des Finanzamtes werde. Of service unavailable. The service is temporarily unavailable. Dafür habe ich Verständnis, aber ich meine, dass das unsere Arbeit nicht insgesamt bestimmen darf. Wobei, jetzt kommt es bei mir auch. Bei Ihnen kommt auch Service Unavailable? Ja. Aha. Haben Sie denn selber schon mal versucht, dieses Elster-Programm runterzuladen? Ich bin nicht umsatzsteuerpflichtig. Ich bin nicht Unternehmer, sondern Privatmann, tatsächlich ja, Privatmann. Haben Sie schon mal versucht, weil Sie sind ja offensichtlich ein Freund von Elster, haben Sie es mal versucht, selber runterzuladen auf Ihren Computer? Ich muss gestehen, ich habe nicht mal einen Internetanschluss. Ich bin tatsächlich auch noch aus der Steinzeit. Persönlich. Ich brauche das nicht. Ach, guten Morgen, Frau Falten. Ich hätte gerne ein halbes norddeutsches Kartenbrot. Nach 3 Wochen Selbstversuch kaufe ich wieder in meiner Bäckerei. Wie wunderbar, einer Fachkraft zu begegnen. Einem Menschen. Immer noch nicht geschnitten? Nee. Okay. Ich schneide selber. Jawohl. Bei uns schneidet man selber. So, dann sind es 1,68 bitte. Ich habe hier die Kundenkarte. Ist auch eine neue Kundenkarte. Ja, und Sie wollen es einlösen? Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen Ganzes, oder? Wenn schon, denn schon. Ja. Wollen Sie wirklich aufhören? Drücken Sie grün. Auf Wiedersehen.